Moin, wir sind mal wieder im Gespräch und zwar habe ich einen ganz bunten Vogel mir eingeladen heute. Herzlich willkommen, Yves Champagne. Hallo, danke schön für die Einladung. Ich fand das so toll. Wir haben uns vor kurzem kennengelernt im Pulverfass mit deiner neuen Show, Pulveresque. Aber da kommen wir ganz viel später zu. Erstmal zu dir als Person. Wie kommt es dazu, dass du schon recht früh für dich entschieden hast, A, ich muss auf die Bühne, B, ich bin besonders, C, ich bin das Salz der Erde, sagst du ja immer gerne. Wie kam diese ganze Entwicklung? Als Schüler hast du das ja schon früh begonnen bei dir. Erzähl mal, wie kam es dazu, dass du ein Showgirl geworden bist? Also ich wollte ja schon immer als Kind auf die Bühne. Da gibt es auch wundervolle Geschichten, die meine Eltern immer erzählen, weil sie wissen nicht, woher das kommt, dieses Paradiesvogelsein. Es war auch immer egal, wo es war, wenn eine Bühne da stand, war ich drauf. Egal, ob es im Ausland war oder in der Heimat, ob im Urlaub oder nicht. Ich stand immer auf jeder Bühne, ob ich was konnte oder nicht. Es hat mich immer dahin gezogen ins Rampenlicht. So kam ich ja auch dazu, auf die Bühne zu gehen, weil dort habe ich mich am wohlsten gefühlt. Und da ich so ein hibbeliges Kind bin, so ein hyperaktives, war das eigentlich naheliegend, dies zu tun und dort meinen Safe Space zu haben und dort auch meine Steppenpferd zu reiten. Denn darin bin ich gut und daher sage ich auch immer, das Salz der Erde befindet sich für mich auf der Bühne. Richtig, ich meine, das zieht sich ja auch so wie so ein Leitfaden durch dein Leben. Du hast mal gesagt, du bist in der Schule viel gemobbt worden, ja, weil du bist eine extrem große Erscheinung. Ja. Sagen wir es mal so, weil wir nebeneinander stehen. Das ist nicht nur Körpergröße, das ist auch so. Dein Lieblingsschuhwerk sind High Heels, mindestens 12 Zentimeter. Also genau. Da ist schon was hinter, sag ich dann mal. Du hast sehr, sehr lange Beine, also warum auch nicht, dieses auch präsent und zeigen. Wann kam es dazu, dass du gesagt hast, ich will die Erste sein? Jetzt kommen wir nämlich mal zum Thema Burlesque. Ist ja eine sehr spezielle Form. Erzähl mal, wie kam es dazu, dass du gesagt hast, so, ich mach das jetzt? Oh, bei mir hat sich das eigentlich so entwickelt, dass ich als kleines Mädchen schon immer, wenn ich die Fernsehfilme gesehen habe, diese geilen aus den 40er, 50er Jahren, und dann diese Rita Hayworth, na, so die Showtreppe runterkam und diese Big Band Musik lief, das waren für mich so die schönsten Sachen, die ich im Fernsehen kannte und mir immer gewünscht habe, so auszusehen wie diese Frauen. Allerdings, ja, war das nicht so in der Schule. Ja, das Gegenteil, ich war riesengroß, ich war dürr, ich hatte kurze Haare, ich hatte eine Zahnspange und man fragte mich, ob ich ein Mädchen oder Junge bin. Heute ist es was anderes mit Make-up und in meinem Umfeld fragt man mich Drag Queen oder nicht. Aber damit spiele ich, gehört schon mittlerweile zu meinem Stil. Ja, aber als Kind halt auch Mobbing durch halt die Optik erfahren und auch durchs Verhalten, da ich immer mal so ein hibbeliges Kind war, dass ich halt immer auch sportlich sehr gut war und die Jungs darin fertig gemacht haben, die das dann wieder diese schon in der Schulzeit toxische Maskulinität gab. Das hat mir das Leben schwerer gemacht, ist aber für mich jetzt umso leichter, gesellschaftlich akzeptiert zu sein und zu sehen, hey, auf der Bühne geht sowas und da wird ja auch sehr viel verziehen. Und dort habe ich dann meinen Platz gefunden, nachdem ich halt mir immer gewünscht habe, so auszusehen wie diese Frau. Und ich habe Pin-Ups gesammelt, diese Bilder, die Sammlungen von Fotografien. Und dadurch bin ich halt auf das Thema Burlesque gekommen. Burlesque gab es ja nur in den Staaten eigentlich, ne? Also wenn man die Geschichte unserer Burlesque sieht, ist das eine sehr schöne feministische Geschichte und reicht bis, also so wie man es jetzt kennt, 1920er Jahre des letzten Jahrhunderts. Ah, doch schon so lang. So lange. Also wir fangen mit dem 19. Jahrhundert an in den Cabarets in Paris, ging aber halt so, wie wir es jetzt kennen, worauf unsere Burlesque-Kunstformen beruht, sind wirklich die 20er Jahre, die Bohème mit der Person of Color, Josephine Baker, die war schon in den 1927er Jahren auf der Reeperbahn aufgetreten ist, im Alcazar, wo jetzt der Pennymarkt drin ist. Ich mache ja auch Kiezführung für die Kiezjungs, daher beschäftige ich mich auch mit dem Thema und der Vergangenheit dieser Varieté und Kunstform. Ja, und dann entstand das so und kam dann mit den 1940er Jahren. In den USA wurde das ziemlich groß. Dann gab es die ersten Bump-and-Grind-Shows. Das sind typische klassische Burlesque-Bewegungen. Wir haben ja auch da Fachbegriffe. Und ja, das wurde dann in den 2000er Jahren wieder ganz groß in den USA. Es kam zurück, weil eine Übersexualisierung stattfand von der Pornografie und die Menschen wieder Lust hatten auf Kabarett. Und diese Entwicklung arbeitet sich weiter. Und so kam es, dass ich durch das Sammeln von Pin-Ups auf den Begriff Burlesque gestoßen ist. Und dann habe ich mir gesagt, als junges Mädchen meine Pubertät kam sehr spät.
Deswegen sind meine Brüste auch mit Ende 30 noch so schön straff und mein Hintern. Hat unbedingt Vorteile. Das hat Vorteile, ja, jetzt hat's Vorteile. Absolut, ja. Vorteile. Ja, und ich fing mich an so zu stylen und zu schminken. Und als ich dann auf den Begriff Burlesque kam, habe ich gesagt, das ist das, was ich machen will. Denn es gibt nichts Leichteres, Menschen zu unterhalten, als mit nackten Tatsachen. Nicht ganz nackt. Ich wollte gerade sagen, das ist ja doch ein himmelweiter Unterschied zwischen Strippen, ja, und Burlesque. Ich meine, wo liegt der Unterschied genau? Der Unterschied liegt genau darin, dass beim Striptease das Nacktsein zelebriert wird und beim Burlesque das Ausziehen. Wir erzählen also kleine Geschichten auf der Bühne mit unseren Kostümen und unseren Bewegungen, was dann halt sehr glamourös sein kann, sehr unterhaltsam, sehr skurril und auch mal ziemlich abgefahren. Es ist aber auch oft auch so ein bisschen, also anrüchig, frivol ist es schon, ne? Also man greift schon auch ein bisschen in die Klischeekiste, oder nicht? Ich würde mal sagen, vor allem hier auf der Reeperbahn oder auf St. Pauli und in Pulverfass im Allgemeinen bei meiner Pulverlässig-Show, ist es so, dass Frivolität und Obszönität, ich sag ja immer sehr gerne Vulgärlyrik, auch zu unserem Geschäft gehört und eine sehr lange Tradition hat. Und Burlesque entstand in den Stripclubs der 40er, 50er Jahre, wurde aber auch genauso in Kabarets gesehen in den 20er Jahren. Deshalb ist es eine Kunst. Und natürlich, das Kabarett und Varieté war immer frivol, ob nun Burlesque dabei war oder nicht. Ob es die schlüpfrigen Witze der Dompteure waren, ob es die Schlangenfrauen waren, die halt ihre Beine gespreizt haben, mhm, und wir unsere Kunst dort auffinden. Also es ist weniger pornös, es hat mehr sehr viel mit Ausdruck, Theater zu tun und Inszenierung. Erotisch. Ja, und es ist definitiv erotisch, auch wenn es lustig ist. Und ich meine, wenn wir halt das Thema Sexualität sehen, dann sollte man auch dort die ganze Bandbreite haben, von lachen können bis wirklich schwitzen können. Aber was wir noch ansprechen müssen, das ist ein ganz wichtiges Thema, wenn ihr auf den Kiez-Touren seid, wenn ihr, ich sag mal, in den Bars unterwegs seid und animiert und fröhlich seid und die Gäste betüdelt, sag ich jetzt mal. Da kommt es ja oft zu Übergriffen, die, ich sag mal, nicht dahin gehören. Das ist dir ja auch ein großes Anliegen, einfach mal mitzuteilen, dass man ja doch eine Kunstfigur ist, die nicht öffentlich zerrissen werden darf, in Anführungsstrichen. Also es ist ja vorgekommen, dass einem Transvesti ist der Busen echt, plötzlich angegrabbelt werden und die da wirklich so, hä? Wo sind wir hier? Wie oft ist dir sowas auch schon passiert? Ich wollte wirklich darüber reden, weil das ist mir wichtig. Ich muss sagen, mir passiert es regelmäßig, aber nicht oft, im Gegensatz zu vielen Kolleginnen, weil ich auch eine starke Persönlichkeit bin und eine große Erscheinung. Ich repräsentiere starke Frauen, ich rede mit meiner starken Stimme, ich stehe sicher. Das ist schon mal so. Dennoch werden all wir Künstler so oft sexualisiert. Also wir Frauen kennen das aus dem Alltag leider, dass wir, egal ob wir jetzt, es heißt dann ja, trag weniger aufreizende Klamotten, dann wirst du weniger sexualisiert. Ich meine, es ist scheißegal, ob man Overall trägt oder einen Ausschnitt. Es ist dieselbe Übergrifflichkeit. Es ist die Person. Es ist die Person, genau. Und wir als Künstler haben halt auch, wie du schon sagtest, ob es eine Drag Queen oder Travestiekünstlerin ist, dass die Gäste, egal welchen Geschlecht sie sind, egal welche Geschlechtsidentität oder Sexualität sie haben, sie komplett auf uns zulaufen und dann, ey, geile Titten und darf ich mal ran, so dieses darf ich mal ran, ist schon der Moment, wo sie greifen. Übergriffig werden. Oder bei Fotos halt irgendwie an Po fassen und es ist so anstrengend. Es ist so, ey, ich find's ja toll, dass du mich ja toll findest und du darfst ja auch gerne ein Foto machen und du kannst meinetwegen heute Abend auch an mich denken, wenn du an dir rumspielst. Das ist sogar, finde ich, super schön. Hey, geil, ne? So, ne? Aber mach das nicht. Ich werde ja auch nicht, oder bedenke, ich könnte deine Tochter sein oder ich könnte halt deine Frau sein. Wie würdest du das empfehlen, dann auch solche Sachen gesagt zu bekommen? Ja, aber das ist doch was anderes. Sie steht ja nicht auf der Bühne, meine Tochter oder so. Mhm. Ich finde dieses, was ist was anderes, ganz schlimm. Und ich bin ja auch Ist das herabwürdigen? Ist es nicht, gar nicht. Nur weil vielleicht die andere Person sich nicht traut für mich oder ich mich nur so sexy anziehe, heißt das ja nicht, dass ich irgendwie abgewertet werde. Nein, für mich ist das sogar aufwertend. Ich finde, seine Frau wertet er damit ab. Das ist ja was anderes. Weil also du fühlst dich damit nicht jetzt herabgewertet, nein, sondern eher
auf einer höheren Position. Ja, nicht höhere Position, sondern anders. Denn dann impliziert das ja, dass seine Frau sich weniger sexy, oder weniger sexy ist, dass er da nicht übergrifflich wird. Also bitte, das wäre ganz schlade. Ne? Also ich meine, der soll sie auch sexy finden und nicht übergrifflich werden, genauso wie mich. Also daher, das ist meine Warnung. Und diese Warnung sollte auch so gehalten werden. Ich bin ja auch eine große Verfechterin von Free Nipples. Mhm. Das heißt, ich bin ja auch immer am Elbstrand sehr, sehr gerne auch oben ohne. Und das, ich finde das auch immer sehr schön zu sehen, dass wenn ich dann oben ohne... Bräunungsstreifen sehen ja auch scheiße aus bei ihrem Job. Es würde nicht gut aussehen. Nein, ja? Daher muss ich oben ohne. Bist du im Winter eigentlich in einem Sonnenstudio? Nein. Du bleibst käsig? Ich bleib käsig. Ich brauche diese... Ich mag diese... Es ist Winter. Warum muss ich braun sein? Das ist mein Sommer-Etter. Das war ganz andere Schönheitsideal. Das war eine Frage, die mir spontan in den Kopf kam, ob man sich doch ein bisschen Wärme gönnt. Wärme nicht. Nee, das war ich mit Sauna. Manchmal vielleicht ein bisschen Sommersprossen züchten im Winter, aber ich mag meine Sommersprossen. Aber nee, ich ziehe gerne blank. Ja. Und dann ist es immer sehr schön zu sehen, dass am Elbstrand, am öffentlichen Ort, dann auch 2, 3 Frauen mitziehen. So. Ah, okay. Animierst. Ich will nicht animieren, ich will empowern sagen. Ich bin auch eine Person, die zum Beispiel jetzt am Wochenende, am Samstag Übergrifflichkeiten privat erlebt hat. Oh. Auf der großen Freiheit, wo ich halt in einer Menschenmenge ging. Und ein junger Typ, Anfang 20, ich nenne ihn Pascal, mir plötzlich wirklich seine Hand zwischen meinem Bein hat und krault in der Menschenmenge. Was? Ich war 13 Jahre mit einem Polizisten zusammen. Ich habe ihm gleich die Hand umgedreht und einen Paingriff angewendet, den man anwendet. Und die Menge war so dicht, sonst wäre er sofort auf den Knien. Und habe ihm gesagt, wenn er das nochmal macht, dann gibt's Ärger. Zwei Meter weiter passiert mir dasselbe beim anderen Typen. Auch 2 Meter groß, Anfang 20, Marco nenne ich ihn. Ne? Und den habe ich dann wirklich ins Gesicht geschlagen mit der Faust, ihn sofort gepackt, aus der Menge rausgedrückt, an eine Clubwand. Und dann in die Menge geschrien, was er gerade getan hat. Mhm. Und dann so er war völlig unverständlich, habe ich gar nichts gemacht. Und ich schreie in die Menschenmenge, was, dass der Typ mir gerade einfach in die Pussy gegangen ist und da gekrault hat. Und die Solidarisierung der Frauen, die dann plötzlich in der Menge waren, war so groß an diese du Arsch. Und haben ihn voll angeschrien und mir High Fives gegeben. Und die Türsteher haben sich dann um den Jungen gekümmert. Und ich sage, das ist die beste und einfachste Reaktion. Es geht da nicht um Sexualität, weil viele sagen, ey, was denken sich die jungen Typen, dass du drauf stehst? Nein, es geht einfach um Machtspiele. Heutzutage müssen Männer, das tut mir auch furchtbar leid, ne? Wir Frauen sind durch unsere Schönheitsideale, wir werden halt dazu gezwungen, immer jung, schön und beautiful und so zu sein, während die Männer ja immer leistungsfähig, reich, stark sein müssen. Und dieser Druck dann sich auf Schwächere, vermeintlich Schwächere übertrieb, indem halt junge Typen das kompensieren, indem sie halt übergrifflich werden, Frauen gegenüber und nichts mit Sexualität zu tun haben, sondern einfach nur übergestellt sein wollen und unterdrücken wollen. Und das tut dann richtig weh, wenn ich dann solche Aktionen starte. Und es ist was Falsches für alle anwesenden Personen, die da betroffen sind. Es betrifft Transmenschen, es betrifft Frauen oder weiblich benannte Personen. Solche Reaktionen zwar im täglichen Leben, dass man darauf aufmerksam macht, dass man aufspringt, laut ist, auf diese Person zeigt. Denn komischerweise ist das Schlagen einer Frau immer noch tabu, aber übergrifflich, sie an ihre Körperstellen anzufassen im öffentlichen Raum, da ist keine Hemmschwelle. Und deswegen auch immer, wenn ich als erstes zugeschlagen habe, die Typen so überrascht waren und teilweise schockiert. Und wenn ich dann noch die an den Pranger gestellt habe mit ihrer Reaktion, kann ich mir sicher sein, dass sowas nie wieder einem Mädchen von diesem Typen passiert. Massengeschmack TV. Gleich anmelden und 14 Tage kostenlos testen.